So. Und dann müssen wir halt nochmal schauen, dass wir hier... Hier... Ist jetzt halt blöd mit diesem Park. Den Häuschen wieder rausbrummeln ist momentan nicht mehr. So. Und dann kommt hier... Wohnungen hin. So. Wer sich jetzt darüber beschwert, der hat es halt leider nicht ganz gecheckt, dass Wohnungen halt auch irgendwie wichtig sind. Ich meine, klar, Parks ist auch hübsch und so, aber irgendwie brauchen wir halt auch irgendwelche Arbeiter, die hier so die Gegend schlawenzeln und mir haufenweise Geld in die Hand drücken, damit ich meine rachsüchtigen kapitalistischen Pläne in die Tat umsetzen kann. Ja, oder ungefähr. Ich erwarte, dass jemand... So. So, nochmal Manager. Manage. So. Langsam, aber stetig wird das. Also ist ja, ich frage mich überhaupt, wie wir überhaupt diese Stadt weiterbauen wollen. Also ich meine, es wird ja jetzt schon langsam knapp. Also wir können hier noch ein bisschen bauen, ne? Hier wird es schon auch schon langsam ein bisschen knapp. Wir müssen uns da langsam echt ein bisschen zusammenquetschen. Ah. So, diese ganze Windturbine hier, die baue ich auch mal weg. Der Windpark. Warte mal. Ungewöhnlich lange Spielzeit registriert. Pause empfohlen. Ja, gut, quatsch mich nicht voll, ich bin in Vorproduktion, ja. So, wenn mich schon das Spiel, wenn ich an nur erinnert, dass du so lange gespielt hast, also dann irgendwie kommt immer so ein Gefühl der Scham auf, irgendwie. So, boah, ich bin voller Zocker, ey, ich hänge hier den ganzen Tag nur im Keller rum. Oder wo auch immer ich gerade sitze, man weiß es ja nicht. Hey, es ist jetzt halt over ugly hier, aber was soll's. So, das ist auch nicht unbedingt ein schöner Z- Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. IntelliWare. Quatsch dir dann ich dein. Ich kann dir wirklich nicht vorstellen, woanders. Quatsch dir dann etwa hier dein T-Shirt irgendwie ein Witz oder was, wenn du danach fragst. Weil wir nicht genügend Mikrochips haben, warum nicht genügend Mikrochips? Man weiß es nicht. Nice. Und jetzt haben wir wieder genug, oder? Ich habe mir hier ein gutes Leben aufgebaut. Ja, so will ich das auch hoffen. Meinen Sie nicht auch? So. 18.300. Ja, wir brauchen noch ein paar Leute eigentlich. Also, wie ist die Lage? Ja, wie ist die Lage? Alles im Butter, alles Schmöfte, alles Töfte. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob das so smart war, hier die Stadt aufzubauen. Ich weiß es nicht so ganz genau, meine Freunde. Weil ich kann ja jetzt auch nicht unbedingt sagen, so ich quasi werde jetzt das alles auswählen. Wie das der G vielleicht? Nee, nicht wirklich. Du musst ja alles nochmal einzeln umsetzen. Das ist ja richtig ätzend dann. Oh. Von der anderen Seite her, ich kann ja einfach nur eine zweite Stadt aufbauen. Oh, ja, richtig smart hier. So, Bobots. Auch nicht schlecht. So, diese Stinkefabrik hier hinten, die kommt, ist jetzt auch endlich mal verschwunden. So. Zack, zack. Mehr Leute auf weniger Platz. Das ist so genau mein Ding. Sozusagen, ja. So. Hier ist so ein bisschen das Arbeitersviertel. Vielleicht können wir mal gucken, dass wir vielleicht hier mal ein bisschen... Hier ein bisschen weiter ausbauen. So, die Leute wollen jetzt auch aufsteigen. Geil. Warum sollte ich nicht wissen? So, zack, da ziehen wir schon wieder haufenweise Leute rein. 18.500. Nice. Sie rocken heftig. Und du bist sehr, sehr peinlich. Ja, nun. Vielleicht hier nochmal. Hier geht's leider nicht, aber wir haben immer nochmal eins weiter hingeklatscht. Hier müssen wir sowieso ein bisschen schauen, wie wir das hier machen, wegen diesem Security-Bums. Der Security-Bums. Hier sollten wir eigentlich so ein kleines Haus reinkriegen. Nice. Weißt du, so will ich das auch hören. Nicht so, yeah, alles voll blöd. Ich mag mein Leben nicht mehr, weil ich habe einen Vitamindrink zu wenig. So. Warum
Warum sollte ich nicht wissen? Warum du nicht vor mich arbeiten solltest? Ich habe dir schon 1000 Gründe dafür genannt. Ja. So, diese ganzen Saftläden sollte ich auch mal hier rausschmeißen. Ich meine, die sind zwar so voll cute, weil die nicht so viel Platz brauchen. Ich wollte sie nur daran erinnern, dass die Genehmigung für die Route bald abläuft. Ach, ja. Du, weißt du, ich habe so ganz andere Probleme gerade in the life. Zum Beispiel, dass ich überhaupt nicht vorproduziert habe. Und ich jetzt gerade hier sitze und mich einfach nur schäme und mir denke, oh meine Güte, wie soll ich denn das hinkriegen? Aber das müssen die Zuschauer nicht wissen, weißt du, wenn ich das den Zuschauern erzähle, ist ja irgendwie peinlich. Ich muss einfach so tun, als wäre ich sehr seriös und würde alles voll im Griff haben. So, und dann erzähle ich noch irgendwelche Leiergeschichten. Keine Ahnung was. So, hier kommt nochmal ein schöner Park hin, damit ihr euch nicht schon wieder aufregt, wie so, keine Ahnung, eine Kastanie im Wind. Ich weiß nicht, wie eine Kastanie im Wind sich aufregt, aber kannst du dir ungefähr vorstellen, glaube ich. Es ist ein guter. So, mehr von diesen Administradores. Die Administratoren kommen aus Spanien, deswegen heißen die Administradores. So, die kommen sogar aus Torres. Nein, kommen sie nicht. Warte mal. Was wollte ich jetzt? Ich wollte so. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, und ich leide unter inadäquatem Robogeschwafel, ey. So, pass mal auf. Wie mache ich das jetzt? So, plus 2, ja, reicht jetzt. So, dann müssen wir das auch nochmal wegzwiebeln. Das bauen wir jetzt nicht zu den anderen Saftkälte rein, wobei theoretisch könnte man das vielleicht tun. Ja, wird vielleicht ein bisschen eng da. Können wir was umdrehen? Das wäre geil. Das ist nice. So, verschieben Sie 100 Gebäude. Erfolgsliste aktualisiert. Weil ich hier quasi die ganze Industrie darüber geschoben habe. Oh Mann, ey. Die ganze Schieberei hier durch die Gegend. So, einige werden wahrscheinlich auch argumentieren, dass das maximal sinnlos ist. Ich hätte ja auch drüben einfach eine neue Stadt aufbauen können. Die Arbeit scheint mir bis nach. So. Aber naja, gut, so funktioniert ich halt nicht. Ich meine, rational denkend. Firmenstufe aufgestiegen. Geil, Firmenstufe. Die Geschäftserfolge nehmen zu. Ja, das ist schön, aber trotzdem ziehen mir die Leute nicht hier rein. 10.100. 19.100, 19.200, 19.300. Wir könnten ja nochmal gucken. Willkommen. Ich hoffe, alles ist. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Jo, die kümmere ich mich gleich drum. Um diese inadäquate Warenversorgung. So, mal ein paar mehr Vitamindrinks hier hinklatschen, ja? Hier. Ja. So, wie mache ich das jetzt hier am besten? Ich weiß nicht so ganz genau. So, Saftkälterei. So, die Manager sind sehr stabil gerade. Moment. Stabil, Bruder. Warum sollte ich nicht für sie arbeiten wollen? Gibt es eigentlich sehr viele Gründe. Ja, wie schon gesagt. Tausendfach gesagt. So, dieses Wein schlecht müssen wir auch irgendwann immer umziehen. So, ich könnte jetzt zwar auch sagen, es ist ein Wein gut. Aber gut ist relativ, ne? So. Das passt hier halt auch hinten und vorne nicht rein. Ich möchte, bei so einem Weingut sind halt die Felder echt extrem abartig, arsch, super teuer. Ich glaube, du checkst so langsam die Dimension, ja? Das ist halt auch doof. Ach, ich muss mal wieder Tetris spielen hier. Warte mal. Wie baue ich denn das jetzt? Keine Ahnung, hat jemand von euch eine Idee? Ich baue das erstmal hier hin. Verliere zwar eins, aber meine Güte. Limit erreicht. Ja. Sieht eigentlich so aus wie diese Canel Boulard aus Schweden. Boah, geil, das ist ein richtig geiles Geschenk. Boah, darauf hätte ich jetzt. Also ist schon nicht schlecht eigentlich. So, wie habe ich das davor gebaut? Ja, halt, anders. Cool. Danke für die Info. Hat mich jetzt zwar keinen Schritt weiter gebracht, dann bauen wir hier nochmal so einen schönen Park hin oder sowas. Ein Park. Warum sollte ich nicht? Warum sollten sie sich nicht für sie arbeiten? Transferroute ineffizient. Jetzt kotzen die schon wieder wegen dem Luxusessen. Ich könnte einfach nur wieder heulen. So, wir brauchen aber eine neue Luxuskostfabrik, weil die ist überlastet. Dann machen wir sie einfach hier hin.
Eine vergessen bin. Joa, smart. Wir haben aber immer noch... Okay. Vergiss es, wir haben keine negativen Bilanz bei Luxuskosten. Das ist alles nur ein Gerücht, würde Mr. Krabs jetzt sagen. Und schaumsprühend vor einem vor einer Tiefkühltruhe stehen. Aber ich würde sicher das Büro vermissen. Würdest du das? Sie hätten mich darüber entdeckt. So. 19.800, wenn wir uns noch einen Typen aufrüsten. Willkommen. Ich hoffe, alles. Willkommen, okay. Wenn du kommen willst, dann. Naja. Dann ist das in Ordnung. So. Aber. Ja. Finde ich jetzt halt. Also ich. Weiß nicht. Habe ich jetzt nicht so. Haben Sie Arbeit für mich? Habe ich Arbeit für dich. Ich habe immer Arbeit für dich. Du Nulatsch. So, eigentlich müssten ja jetzt irgendwie. Diese Administratores. Sie hätten mich darüber entdeckt. So, jetzt aber. Jetzt klappt's aber. 19.940, 19.950, 60, 70. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ich kann heulen manchmal. Ich habe in einer Computersimulation. Wir haben keine Sündzellen mehr. Weil die halt auch so sündhaft teuer sind. So, wir haben auch keine Algen mehr. Algenbilanz minus 5. So, wir müssen... Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. 11, 12, 13, 14. So. So, die haben jetzt wieder Sündzellen. 14. Für Jungskuren minus 6 immer noch. Okay. Wir haben doch hier noch irgendwo was gehabt. So, hier sind auch noch Verjüngungskuren. Will ich gerade, was ist das hier? Ein zu der Fabrik. Würde ich mir jetzt auch ungern vorstellen wollen. So, plus 8. Geil. So, jetzt haut sie noch nicht mal den Manager wieder ein. So, wenn ich jetzt noch ein Haus aufsteigen lassen würde, das wäre natürlich so Dream Come True. So, ich weiß jetzt nicht, ob Arbeiter unbedingt aufsteigen wollen. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. So, und jetzt noch ein, und jetzt haben wir es doch geschafft, hoffentlich. Bitte, bitte sag, dass wir es geschafft haben. Endlich, Gott sei Dank. Neue Gebäude. Boah, weiter Abkampf. Warte mal, wir brauchen nochmal ganz kurz hier. Die haben kein Rindfleisch, die guten haben. Was mir ja auch irgendwo deucht. Weil die kein Soja haben. Das finde ich nicht so cool. Diese Sojaplantage könnten wir eigentlich weiter ausbauen, aber wir können hier die beim besten Willen nicht weiter beherbergen. Wir haben keinen Platz mehr. Ganz einfach, ganz einfach. So, Soja. Minus 2, brauchen nochmal eins eigentlich, theoretisch. Aber jetzt arbeiten die immerhin so halbwegs. Naja, immer noch nicht so ganz. Manage. So, jetzt geht's aber nach oben. Sehr schön. Und diese Luxuskost wird jetzt auch produziert, ne? So, Rindfleisch. Braucht die Luxuskost noch mehr Fleisch? Oder ist das jetzt aus meiner Ordnung? Naja, okay. Bräuchten eigentlich schon noch ein paar mehr. Minus 6. Jetzt ist eigentlich wieder minus 1. Naja. Weil die schon wieder kein Soja haben. So läuft nämlich der Hase. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Ware. Weil wir halt schon wieder keine Energie mehr hier haben. Dieses Gezeitenkraftwerk ist jetzt auch voll. Toll. Sojasauce haben wir nur noch minus 1. So, plus 2. So, jetzt arbeiten wir schon mal auf Hochtouren. Und diese Luxuskost hier bräuchte eigentlich nochmal minus 1. Also das geht nicht. Also ich bräuchte nochmal ein Rindfleisch so. Wenn wir das so drehen, dann würde das gehen, theoretisch. Hätten wir Geld. Hätte, hätte Fahrradkette. Naja, dann lassen wir uns das mal so. Ich meine, die sind auch so happy, oder? Ja, bitte. Ja, wir müssten halt nur noch die aus dem Mond irgendwie da ankurbeln. Das wiederum ist ein Problem.